kaum noch ein Video, was wir jemals auf diesem Kanal war. Teil 3, ich bin absolut... Ich bin absolut bereit für diesen Dreh. Halt euch fest, das ist wirklich eine absolute Eskalation. Ich habe wirklich nur die größten, krankesten Sachen gekauft und fast über 4000 Euro ausgegeben. Also, ihr könnt auch gerne ein Like da lassen jetzt. Lea darf sich wie immer die Pakete aussuchen. Let's go. Öffnen wir es. Ja. Oh, das langweiligste von allen. Yay. Ein Basketball, der keine Geräusche machen soll. Also, man kann dann auch Basketball spielen, während das deine Eltern schlafen. Und das mega ist laut. Immer noch laut, ja. Mach mal den Schlaftest, wenn ich jetzt daneben schlafen würde. Mach mal. Ja, ich würde dir viel Entwicklung auch generell. Scheiß Produkt, weiter geht's. Das war relativ leise jetzt, muss man sagen. Oh, jetzt haben wir was, was wirklich verboten ist. Ein Minigolfball. So, Lea, ich würde sagen, wir haben hier ein kleines Minigolfspiel aufgebaut. Ja? Wenn du das hier gewinnst gegen mich, kriegst du 10.000 Euro. Ja, gewinn mal. Was denn? Ich weiß nicht, warum ich so gesichert bin. Aber schön, den geilsten professionellen Minigolfschläger der Welt. So, mal gucken, wie viele Schläge du brauchst, ne? 2, 3. Wow, 5 Schläge. Mal gucken, ob ich das toppen kann. Dann wollen wir mal. Okay. 1, 2, 3. Was ist das denn? Los, das. Fass einfach wieder los. Oh, leider. Schwer und. Oh, einfach. Der ist so schnell stehen geblieben und wieder los. Nein, aber nichts faul. Da, ne? Leider 10.000 Euro verkackt. Nächstes Produkt. Als nächstes, hier sieht man es ja schon, möchte ich die Milch. Als ob man auf dem Mond schwebt. Wir sind gespannt. So, nachdem wir jetzt eine halbe Stunde gebraucht haben, um diese scheiß Anleitung zu verstehen. Perfekt, das Produkt sollte auf jeden Fall schon mal verboten werden. Mal gucken, ob wir jetzt genauso glücklich werden wie diese zwei Viecher hier. Guck hier, wie glücklich der ist. Ich will auch genauso glücklich schauen wie der. Ich finde, es ist lustiger, wenn du es auf dem Tisch machst. Alles. So, wie fühlt sich an? Mondmäßig? Moritz, man kann damit nicht. Lauf mal ein bisschen. Man kann darauf. Ist wirklich hier am Mond? Ich glaube, so ist es auf dem Mond, ja. Ein kleiner Mondsprung. Und los! Mein Freund. Okay, es gibt einen Daumen hoch. Nächstes Produkt. Ich muss jetzt was auswählen. Ich hab Bock auf die Rakete. Leute, die Rakete muss gestartet werden. Die ist verboten, weil die angeblich über 46 Meter hoch ist. Ich muss die von eBay bestellen, weil wir die bei Amazon nicht mehr holen. Wie die zusammengeschustert hat, das ist auch schon komplett auseinandergebrochen. Also ich glaube, das steht schon seit Jahren in irgendeinem Keller rum. Ich würde sagen, testen wir sie aus. Okay, es hat jetzt fast eine Stunde gedauert, das hier alles aufzubauen. Das war geisteskrank. Vor allem auch komplett alt. Wir mussten alles selber zusammenkleben. Guck mal hier, Tape. Also wenn die wirklich hochkommt, dann mache ich 10 Kreuze. Wir müssen jetzt 100 Mal pumpen. 1, 2. Gott, voll cool. Alter, was? Nein, ich glaube kaputt. Jetzt zeigt er doch, er geht wieder hoch. Muss man ja erstmal den Startknopf und so rücken. Oh. Irgendwas stimmt mit dieser ganzen Sache nicht. Junge, ich verstehe, warum das gebannt ist. Das waren vielleicht gerade 10 Meter oder ich habe 3 Mal gepumpt. Wie krank wäre das, wenn ich das 100 Mal mache? Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Okay, also wir haben jetzt, glaube ich, den Fehler behoben. Ich hoffe, jetzt wird es nicht nochmal einfach so random aus dem Nichts. Los. Oh Gott, ich hab so Angst jetzt. Geh wieder los! Jetzt geht's erst wirklich. Nee, halt das gut fest, Alter. Nicht andersweise bei 100, doch nicht andersweise, ne? Okay, gleich haben wir's. Digga, ist so viel Druck drauf. Ja, ich. Das ist eine echte Waffe jetzt. Okay, und los. 3, 2, 1. Oh mein Gott, aber wie gut funktioniert das? Das ist ja mega. Sie ist bei den Nachbarn im Garten gelandet. Sie kriegen wir die zurück. Oh, Lea begeht jetzt einen Einbruch. Okay, das war schon mal geisteskrank. Nichts vergeht der. Langsam wird's weniger. Was willst du haben? Das ganz große. Powershot. Der Powershot. Das ist eine richtig kranke Sache, wenn man Freunde hat, was ich leider nicht habe. Aber ich teste es trotzdem aus. Let's go. Oh yeah. Also diese Folge ist krank bis jetzt, Leute. Stell dich mal dahin. Hilfe. Oh, mir einfach. Nein. Stell dich mal dahin. Das ist nicht Schlimmes. Das will ich nicht. Es ist nicht Schlimmes. Es ist nicht Schlimmes. Jetzt komm, ey. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, wie grottenlangweilig. Hä? Einfach ein Campingstuhl für 9 Leute. Wie geil ist das? Eine Campingbank. Das ist schon sehr geil. Bin ich der Einzige, der das gerade voll krass findet? Was willst du heute? Zerbrechlich. Das möchte ich nicht nehmen. Etwas Zerbrechliches. Ich bin gespannt, was drin ist. Ich weiß selber nicht mehr. Oh nein.
ist ein schlechtes Paket für mich. Warum, was ist das? Wow, wie geil. Kann man so auf den Kopf hauen können? Nein. Oha, die fühlt sich aber echt richtig echt an, wie eine echte Flasche, ne? Ja, das kann man doch ich nicht überraschen. Angst, das muss ja richtig. Alter, schmeckt gut. Ey, das kann man nicht mal unterscheiden von der echten. Das sieht aus wie eine echte Bierflasche. Okay, jetzt kommt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Wer willst du über die Rübe ziehen? Ja! Das einzige, was man merkt, dass es keine echte Flasche ist, wenn man hier was reinfüllen will, es kommt unten wieder raus. Es gibt nämlich keinen Boden. Okay, Lea, zieh es mir über die Rübe. Zieh es mir über die Rübe! Okay. Oh mein Gott! Hat er die Rübe gezogen? Oh, das ist so komisch. Normalerweise könntest du es nicht, aber jetzt? Der Schmerz war echt nicht so nervig, aber jetzt die ganzen klebenden Haare sind schon ein bisschen. Die Rübe nervt ein bisschen, sagen wir so. Die Rübe war nicht so gut, über die Rübe zu ziehen. Also, darf das so nicht? Nein, ich möchte jetzt nicht über die Rübe gezogen. Geh mal hier, komm, öffne auf die Scheiße. Oh, ja. Oh, das ist geisteskrank, was wir haben. Das ist nämlich, das ist hier nicht wild. Abstand. Es ist nämlich heiliges Wasser. Das ist wirklich Weihwasser aus echten Kirchen. Geklaut. Darf ich einen Tornado damit ziehen? Mit heiligem Wasser! Ist das respektlos, Digga? Wir haben hier das heilige Weihwasser. Was macht man damit jetzt? Also kann man sich jetzt damit tauschen? Tornado! Oder? Jetzt sagt das irgendwie besonders nicht. Boah, es riecht muffig, es riecht muffig. Es riecht echt wie aus diesen Muffbehältern, wo alle so reinmuffen. Du hast heiliges Wasser. Ja, ein bisschen gesegnet. Moritz! Bisschen segnet. Ich segne dich jetzt mal. Okay, Alter, geil. Ich denke mal, das ist einfach eine komplette Abzocke, normales Wasser abgefüllt und dann machen sie heiliges Wasser draus. Ich würde sagen, wir machen den Taste-Test. Moritz, nein. Boah, schmeckt das schmuffig, Alter. Wisst ihr, wie das hier angeliefert kam? Ah, danke Gott. 17 Euro, ich überweise dir auf PayPal, ne? Okay, ich habe direkt das nächste Produkt, und zwar Anti-Furz-Filz. Das soll man auf deine Unterhose oder irgendwie machen, dass dann den Geruch dann wegziehen, dass die Filze nicht mehr so stinken. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich mache gerade einen auf Lager. Ich bin echt beeilt, weil ich habe gerade echt einen auf Lager. Scheiße. Oh, mein Testpurz machen, oder? So, Achtung. Oh, ich hab was gekackt. Oh, jetzt kann er. So. Muss man eine Entwicklung machen? Ja, der wird sowieso nicht gehen. Bis her geht's tatsächlich. Oh, nee, man riecht's, man riecht's immer noch. Ja, das Pilz liegt eine 1 von 10. Oh, Ich hab einen Pilz. Du machst es wirklich lang, dass das ein Pilz ist. So, nächstes Produkt, Lea, welches willst du haben? Oh, okay, ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Ja, es kommt auch wieder aus China. Oh, das war teuer. Und ich hoffe, dass das funktioniert, weil das war wirklich scheiße teuer. Wir haben hier nämlich einen Tattoo-Drucker. Wie lange hält das? Woche? Nein, da müssen Angst, es nicht funktioniert, weil es ist eingestellt, das Produkt, also verbannt worden. Ich bin mir sicher, das funktioniert. Und du kannst jetzt ein Design raussuchen, was du als erstes Tattoo haben willst. Pferd, wir suchen ein Pferd. Ach, du willst eins, ich weiß nicht genau, wie du willst eins. Ah, das ist geil, das nehmen wir. Na gut. Du musst jetzt vorher, musst du deine Haut jetzt erstmal retten. Warum retten? Lea sagt, es riecht ein bisschen komisch. Bist du bereit? Nein. Oha, guck mal hier. Alter, weißt du, wofür das krass ist? Clubstempel machen. Digi. Eintrittsbänder. Man kann sich einfach die Eintrittsbänder hier reinholen und dann hast du immer einen Stempel, Digga. Ja, oder man kann sich ein Face-Tattoo machen, wie du jetzt, Sven. Ich hab mich ein Face-Tattoo machen. Doch. Sei still, sonst wird das richtig schlecht werden. Ist gut. Oh mein Gott, es riecht gut aber geworden. Boah, ich fand's cool. Sieht wenigstens cool aus. So Bro, sieht geil. Sieht das gerade cool aus. Warte, zeig mal. Bruder, das ist richtig geil. Soll ich dir zeigen, was für eine Scheiße wir drauf gemacht haben? Och, Digi. Das ist, ich weiß noch, was da drin ist. Das ist wirklich geisteskrank. Das extra aus China anfertigen lassen, weil man konnte es nicht mal mehr im Ausland nirgendwo mehr bestellen. Ich musste es selber anfertigen lassen. Und ein Chineser hat das für mich jetzt extra gemacht. Chao Wang oder so hieß er. Grüß dich nochmal raus. Ich weiß ja nicht, wie man den Namen ausspricht, aber bester Mann, der hat das extra gemacht. Wir haben nämlich hier drin unseren eigenen Blob. Weißt du, was ein Blob ist? Nein, das ist ein Blob. Ich muss sagen, pack das mal aus. Oh. 600 Euro, by the way. Wollte ich mal kurz erwähnen. Leute, unser Blob steht, schaut es euch an. Wunderbar. Weißt du, was ein Blob ist? Ja, jetzt wo ich ihn sehe, weiß ich, was ein scheiß Blob ist. Testest du unseren wunderschönen Blob doch einfach mal aus. Die leichte Person muss hier da vorne sein, sonst geht das nicht. Perfekt. Und jetzt die dickste Person von uns. Sven geht einmal nur als kleinen Test da hinten auf. Mach einen schönen Jump. Nicht einen schönen Jump. Das war ja noch gar nichts. Der Jump war noch nicht gut genug. Nee. Das war gut genug. Nee. Bro, was machst du da? Vertrau mir, Moritz. Oh mein Gott, Digga. Bro. Lea, leg die rein. Nein, gar nicht.
nicht. Das machst du. Okay, okay. Ist von Profis durchgeführt. Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ach du Scheiße, Moritz! It's a prank, Moritz! Wahrscheinlich mache ich mich da runter, Alter. Mein RTL. Mir geht's gut, Leute. Machen Sie auf gar keinen Fall zu Hause nach. Lea, nächstes Paket, nächstes Paket. Oh mein Gott. Hier drin ist einfach Schlangenfleisch drin. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal, wie eine Schlange schmeckt, oder? Nee, ich will das nicht essen. Das ist wie Hunde. Boah, nee! Ach du Scheiße! Echt krasser Scheiße. Mal gucken, wie Schlangenfleisch schmeckt. Das nächste verbotene Amazon-Produkt ist also verboten, weil es einfach so lecker ist. Und zwar Hagam Sour Apple. Wow, guck mal, einer fehlt sogar schon, weil er weggefressen wurde. Gönnt euch Hagam Sour Apple, aber sie sind leider überall verkauft. Also könnt ihr euch sie wahrscheinlich nicht mehr gönnen. Aber egal, verboten halt, ne, weil sie so lecker sind. Oh, 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 oh. Scheiße. Echt einfach nur geil. Die besten Hagam, die wir jemals gemacht haben. Das nächste Produkt wähle ich jetzt mal aus. Und zwar, ist noch hier eine Flamme schon mal drauf. Ein Portemonnaie. Ein Special-Trick. Das ist auf jeden Fall ein verbotenes Portemonnaie. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ein bisschen Angst. Auch Angst. Ah! Und dann. Zack. Crazy. So sah mein Portemonnaie aus, als ich dieses Video hier gedreht habe. Wirklich. Wir können wir mal so tun, als wir an der Kasse sind. So. Oh, ah. Wie viel muss ich zahlen hier an der Kasse? 20 Euro einmal bitte. Sie könnten mich mal am Arsch lecken. Oh! Sie könnten mich am Arsch lecken. Was wollen Sie haben? Also ich finde schon ein krankes Produkt, aber ich kann verstehen, warum das gebannt ist. Das nächste Paket ist ein Fallschirm. Ich spring ganz sicher nicht mit dem Fallschirm irgendwo raus. Doch, du springst mit dem Fallschirm. Ich werde den Fallschirm nicht... Nase! Sven, du musst den Fallschirm testen. Wir werden mit dem Fallschirm wirklich aus dem Flugzeug springen, mit diesem gekauften Amazon-Fallschirm. Aber davor testen wir den mal in einer sicheren Umgebung. Ich will den nicht testen. Yeah. Los geht's. Okay, Freunde, wir sind auf dem 5-Meter-Turm. Sven, probier das jetzt aus. Geklappt? Ich glaube nicht, aber wir können es auch noch mal nächstes Mal vom Flugzeug probieren. Ich würde sagen, wir müssen das Flugzeug ausprobieren auf jeden Fall. Das hier ist eine defekte Mikrowelle von eBay. Die ist defekt, weil sie nicht mehr funktioniert. Und ich will wissen, warum. Was genau ist der Grund, warum es nicht mehr funktioniert? Ich würde sagen, wir machen erstmal Vollgas. Lass die jetzt einfach mal laufen, mal gucken, wie lange das noch... Und hey, die geht doch. Ist doch super. Perfekt. Lassen wir sie mal laufen, ne? Gucken, warum die defekt sein soll. Geile Mikrowelle. Sie fängt schon ein bisschen komisch an zu müffeln, muss man sagen. Lea, komm schnell! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schau, komm schnell, es fängt an zu rauchen. Ich muss aus der Sicherheit fangen hier. Alter, das Ding ist ausgegangen, warum ist es aus? Oh Gott. Ach du Scheiße, brennt das? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt weiß ich, warum sie defekt. Boah, das stinkt. Boah. Boah, wir haben noch so viele weitere Amazon-Produkte. Da es aber schon dunkel wird, werden wir euch erst zeigen. Wenn ihr genug Likes auf diesem Video da lasst, ich würde sagen 40.000 Likes, dann machen wir noch einen vierten Teil. Das ist wirklich eine crazy Folge. Lasst ein Abo da, kauft Hagam und ciao. Die Sommerzeit ist mir zu schnell vorbei. Kuss geht raus an Shangwang. Wie ist er nicht eben noch ganz anders? Shangwang heißt er. Bester Mann. Er wird auch verstehen, wenn du ihn auf Deutsch grüßt. Hello, Shangwang. I love you. Bye. Nein, das ist sogar mit Rücklaufventil. Das ist ja das Schlechteste, was hätte passieren können. Oh, Shangwang, you're really fucked up. Das Zebra ist schwarz-weiß. Das guckt so eklig. Eklig? Guck mal, wie einfach. Check mal, so. Kannst du wegmischen. Ring nicht weg! Das ist eigentlich nur ein stinknormales Feuerzeug. Ah, das ist aber... Dumm, Digga.